Hallo, mein Name ist Thorsten Seidel von onlineshopstrategie.de und ich möchte heute einmal in einen Gambio-Shop zeigen, wie man Artikel einpflegt und wie man das dann auch noch suchmaschinenoptimiert tut. Ich bin also in meinen Testshop und gehe dann in die Kategorie, wo ich den Artikel einstellen möchte. Und zu den vielen Testartikeln kommt jetzt noch einer hinzu. Neuer Artikel. So, nun haben wir im oberen Bereich die Standarddaten wie Artikelanzahl und Artikelnummer. Dann füge ich meine Menge ein und meine Nummer. Wer keine Lagerstätte kontrolliert vom übern Shop, kann das obere Feld auch leer lassen. Wichtig wäre jetzt noch der Lieferstatus. Dazu ist wiederum wichtig, dass nicht circa davor steht, denn da kann man leider abgemahnt werden. Also in dem Fall 3 bis 4 Tage oder 3 bis 5. Dann unsere Vorlage für die Detailseite, wie die Artikel präsentiert werden. Da haben wir meistens nur den Standard drin. Vorlage für Artikelattribute. Dropdown wäre wie hier, dass es nach unten aufgeht. Table Listing wäre eine Art Tabelle. Und Produkts Option Selection wäre, dass da ein Punkt davor zum Auswählen geht. Die meisten nehmen Dropdown, weil es platzsparender ist. Dann haben wir in Sitemap aufnehmen. Das wäre dieser Bereich super wichtig. Und da ein Artikel ist, muss 1.0 rein. Also 1.0 wäre immer wichtig, 0.0 wäre unwichtig in dem Fall. 1.0 würde ich dann auch noch für Anleitungen, für Infoseiten, für solche Sachen nehmen. Kategorien würde ich dann 0.8, 0.9 nehmen. So, nun unser eigentlicher Artikel. Artikelname. Natürlich, wie der Artikel heißen soll. In dem Fall der Test. Halt. Test. Artikel 2. Und dann der eigentliche Artikeltext. Da habe ich vorhin schon was vorbereitet. Fügen das ein. So, nun haben wir im Text eine erste Überschrift. Die sollte man auch nutzen. Und markiert diese und klickt auf Format und wählt dort Überschrift 2 aus. Da das durch mein Aufnahmeprogramm nicht geht, tue ich das mal über den Quelltext per Hand einschreiben. So, das sieht dann so aus. Damit ein bisschen was, ein bisschen Farbe ins Spiel kommt. Noch eine Aufzählung mit rein. Viele möchten noch ein Bild einfügen, also den Cursor dahin setzen, wo das Bild hinkommt und einmal auf dieses Symbol klicken. Dann auf Surfer durchsuchen. Den Ordner auswählen, wo das Bild hingeladen werden soll. Ich mache das immer im Banner. Den Rechner durchsuchen und Upload wird hochgeladen. Ja, das gibt es schon. So, das wäre dann dieses neue Bild. In dem Fall habe ich die Größe noch verändert und das sollte links sein bei mir, neben Text. So, hier ist noch wichtig, den alternativen Text einzugeben, also das, was auf dem Bild ist. Dort sollte drinnen stehen, was das ist, meinetwegen Tee oder Autoteil und was auch immer das abbilden soll. Wichtig für Suchmaschinen, damit die wissen, was das für Bild ist, denn die können immer nicht schauen. Das gleiche gilt für Sehbehinderte, die können auch nicht sehen, deswegen wird es für den vorgelesen und da wird dann eben vorgelesen, was hier steht. So, dann haben wir unser Bild. Nun nochmal zurück zu den Überschriften. Überschrift, Artikelüberschrift ist die sogenannte H1-Überschrift. Darf nur einmal vorkommen im ganzen Text. Aus dem Grund haben wir hier unten eine H2-Überschrift, die da ebenfalls nur einmal vorkommen. Beide sind wichtig für Google, müssen deswegen auch eingeschrieben werden. Beide sollten wichtige Keywords enthalten, es sollte aber gut zu lesen sein. Also nicht für Suchmaschinen, sondern für die Menschen dahinter. Wenn es weitere Überschriften geben sollte, müssten das dann H3, also Überschriften 3 sein. Und noch weiter runter gehen müssen dann nicht, also 4, 5, 6 brauchen wir nicht.
So, damit wäre unser Artikeltext an sich schon fertig. In dem Bereich sollte man 160 Wörter, 200 Wörter schreiben, so um 200 Wörter. Hintergrund ist, dass Google dort die Relevanz des Artikels rausholt, also die Schlüsselwörter. Wer dort wenig schreibt, hat auch wenig Chance, dass Google die Seite entsprechend zuordnet. Beziehungsweise kommen andere Seiten mit mehr Inhalt immer vor ein. Nur ein kleiner Hinweis, viele fügen ja einen Text aus einer Word-Datei ein. Und da wäre es wichtig, dass man den Text nicht vom Word-Programm formatieren lässt, sondern vom Shop. Und dafür, ich gehe mal hier runter, klickt man auf dieses Symbol, das MS Word einfügen. Fügt den Text ein, da sieht es noch ja normal formatiert aus wie gerade eben. Und ist dann jetzt auch noch so wie gerade eben, aber eben nicht mit Word-Formatierungen, sondern mit Div nennt sich das, damit praktisch das jedes Programm gleich gut lesen kann. Ne? So schaut es dann aus. So, nun der Bereich. Zusatzbegriffe für die Suche betrifft nur die Suche im Shop. Also in dem Fall meinetwegen Test Artikel und Test 2. Hat die vorhin schon mal geschrieben, deswegen bietet das mit an. Muss Komma getrennt sein. Also nur für die internen Suche ist für Google unwichtig. Wichtig ist allerdings der Metatitel. Da hat man 100, da hat man 60 Zeichen. 60 Zeichen, die man schreiben kann, und das ist dann der Text, der hier oben steht. Cambio GX2 im Bereich in dem Fall. Das ist der Titel. Auch da habe ich was vorbereitet. Das wären 58 Zeichen, sieht man hier, also 54 Zeichen. Das wäre ungefähr die Länge, die da hinein muss. Meta Description ist die Beschreibung dieser Seite, also des Artikels. Dort hat man 160 Zeichen, wo der Artikel erklärt werden soll. Auch da habe ich was vorbereitet, das wäre in dem Fall ungefähr diese Länge. Bei mir hat der Text 152 Zeichen. Sollte was Sinnvolles sein. So. Die beiden werden auch zur Suchmaschine bei Google als Ergebnis angezeigt. Das, was dann der Besucher liest, es steht praktisch schon hier. Meta Keywords kann man leer lassen, denn das wird seit längerer Zeit von Google nicht mehr ausgelesen. Deshalb sollte dann alles, was wichtig ist, hier stehen. Also was hier nicht steht, brauchen wir hier nicht mehr aufzählen. URL Keywords. Wenn der Artikel neu ist, kann man es leer lassen, denn dort wird automatisch dann diese Überschrift eingeschrieben. Ansonsten kann man das auch verändern. Allerdings sollte man darauf achten, dann schneiden. So. Die Kurzbeschreibung ist bei der Artikelübersicht, was dort steht, in der Listenübersicht praktisch. Wenn die Artikel nebeneinander stehen, ist es dann hier unrelevant. Und die wesentlichen Merkmale werden in der Bestellzusammenfassung im Warenkorb angezeigt. Ist eigentlich nur wichtig, nicht für Suchmaschinen, auch nicht für Kunden, sondern fürs Online-Recht. Also dort steht alles, was für den Artikel wichtig ist. So, damit wäre der obere Bereich fertig. Die Artikelbilder können eingefügt werden. Wichtig ist hier, dass da was auf dem Bild zu sehen ist oder um was es geht, als Bildernamen dasteht. Also nicht 1, 2, 3 JPEG, sondern was drauf ist. Sollte da tatsächlich eine Nummer stehen, kann auf Dateiname ein neuer Name angegeben werden. Ich mache das mal hier, weil ich dieses Bild schon mehrere Male eingefügt habe. Test Artikel. So, dann haben wir den Alternativtext. Wieder wie vor uns sollte dort stehen, was auf dem Bild zu sehen ist. Ich habe das vorhin schon mal geschrieben, deswegen zeigt das mir an. Alternativtext in Englisch braucht nur angegeben werden, wenn das auch in englischer Sprache verfügbar ist.
So, und damit noch der Preis. Hier wäre wichtig zu erwähnen, dass es immer ein Punkt sein muss und kein Komma, da die Software keine Kommas lesen kann. Oder in der Datenbanktechnik geht es nicht. Ich aktualisiere mal bloß. So, hier haben wir unseren Artikel. Hier sehen wir, dass dann praktisch URL-Keywords eingetragen wurde. Ja gut, hier wäre ja eigentlich noch wichtig zu erwähnen, dass Google Groß- und Kleinschreibung lesen kann und unterscheiden kann. Also wenn jetzt das groß geschrieben ist, dann muss auch später der Benutzer, der sich merken muss, auch merken, dass es groß geschrieben wird. Dann schreibt das klein, aber richtig kommt er trotzdem nicht hier raus. Also, ich empfehle dort immer, alles auf Kleinschreibung zu machen. So, jetzt haben wir unseren Artikelbild umgenannt, wie ich es von uns wollte. Und damit wäre der Artikel fertig. Wenn jetzt keine weiteren Artikel kommen, geht man dann zum Sitemap-Generator. Und du die Sitemap, diese Datei neu generieren, damit die Suchmaschinen die auslesen können. Danach unseren Seitencache lernen. Dann schauen wir uns unseren Artikel mal an. Das ist dieser. Und dort sehen wir, wie unser Titel hier oben steht. In dem Fall sei erwähnt, dass man unter Meta-Angaben Titeleinstellungen zur Anzeige testet man dann nach dem Metatitel. Das heißt praktisch, dass der Seitenname hier hinten steht, nicht original steht da vorne. Das heißt, jede Seite fängt genauso an, was nicht gut ist, weil das ein wichtiger Tag ist. Wichtiger Metatag. Hier unsere Überschriften, unser Titel, unser Text. Ja, damit verabschiede ich mich erst einmal. Bis zum nächsten Mal.